Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Wir waren ja in den letzten beiden Folgen in der Arena. Dieses Mal gibt es den Budget Tempo Mage, mit dem wir 200 Siege schon haben, auf den Weg zu Rang 16. Also, ich hatte das vor zwei Bo Folgen schon mal erzählt. Ich bin gerade in der Siegesträhne, die habe ich offline hingekriegt. Meistens spiele ich offline sehr konzentriert. Ich habe jetzt ein paar Spiele gerade gemacht gehabt und hoffe, dass ich meinen abgewandelten Budget Tempo Mage hinbekomme. Der ist ein bisschen abgewandelt als unten in der Linkbeschreibung. Ich habe den nämlich den Prinzen hinzugefügt. Ich müsste jetzt echt lügen. Ich glaube, ich habe jetzt ein Spiel verloren und das war gegen Piratenkrieger. Den Rest habe ich gewonnen. Wir haben auch eine recht gute Starthand. Oh no, wenn ich den schon wieder sehe, ey. Den hat nämlich der Krieger, aber dann geht's immer richtig ab. Ah, okay. Erstmal nicht schlecht, vor allem Nuller Zauber ist schon mal sehr cool. Hurra, ein Jade. Wenn wir den nehmen, haut er den ziemlich leicht weg. Ich glaube, ich setze ihn als quasi Spott. Ich frage Weil mich, er wird ob mit der Waffe wahrscheinlich hier raufgehen. Wenn ich den wegpinge, bringt das auch nichts. Mit drei Schaden. Ich könnte natürlich den blöden Piraten da wegnatzen. Aber dann habe ich. Das ist egal, komm. Ist egal. Er soll seine Waffe aufbrauchen, bitte. Und dann kann ich nämlich auch die spielen hier. Oh, come on. Macht er nicht. Okay, dann hau ich ihn raus. Aber dann haut er nämlich auf jeden Fall auch die Waffen raus. Ich gerade, ob ich ihn einfriere. Macht keinen Sinn. Also er wird mit seiner Waffe wird er meinen Zauberschaden Dingens wegmachen. Und dann wird er vielleicht mit seinen Jadegolem mein Buch wegmachen und dann geht er face mit seinem 3-4er. Dann hätten wir in der nächsten Runde ihn. Hätte ich den freezen sollen? Nee. Das wäre Quatsch gewesen, hätte ich den Freeze halt aufgebraucht. So hat er seine Waffe jetzt aufgebraucht, ist auch in Ordnung. Okay, er holt schon mal einen Verzweiflungsakt. Ja, ist genau wie ich gesagt habe. Alles gut. Alles gut. Wenn wir den und einen Freeze raushauen, das könnte uns helfen. Wenn wir in der nächsten Runde nämlich immer noch den Zauberlehrling ausspielen und wir haben den auf jeden Fall schon mal liegen und er wird wieder freezen. Ich friere save ihn und hoffe, er freest den Elden. Ja, nice. So soll's sein. So, hierfür und hierfür brauchen wir zwar keine 5 Mana. Also brauchen wir halt nur 3, dann haben wir noch 2 für einen Ping vielleicht. Mal gucken. Eure Magie wird euch nicht. Oh no. Naja, hat er wenigstens auf ihn das draufgepackt. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Sag mal ihn. So. Und ich mache keinen Ping, sondern nehme ihn weg. Und hol mir lieber. Er geht eh erstmal nicht face. Ich hole mir erstmal zwei Karten. Das war's. Ich habe auch noch keine Karten, wo ich den Prinzen gerade sehe. Keine legendären Karten vom Prinzen bekommen. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Das vielleicht mal zur Erklärung. Ich hatte bei meinem Budget Tempo Mage das Gefühl, dass ich immer ein bisschen wenig Karten hatte.
Und deswegen habe ich mir den, habe ich überlegt, Mensch, packst mal den Prinzen dazu. Oh Mist, hätte ich mal zerstolpen gemacht. Oh Mann, ey, fehlt mir echt ein Mana-Punkt, ne? Kann kotzen. Und vor allem macht er richtig viel Damage. Wir könnten einmal pingen. Auf jeden Fall. Zack. Zack. Dann bleibt er nämlich immer noch stehen. Er macht zwar immer noch ein bisschen Schaden, wird ihn aber auch einmal angreifen. Und dann haben wir immer noch in der nächsten Runde den Flame Strike. Wir gehen einmal schön face. So, er hat auf jeden Fall aber sonst 6, 8, 11 Schaden zu 18. Nicht gut. Zauberschaden auch noch, super. Den wird er bestimmt... Ah, kann er nicht, er hat einen. Oh. Ätzend. Ach da, mit ihm greift er an. Okay, alles klar. So sind die auf jeden Fall schon mal weg, aber er hat 8 Mana. Oder wir sind in der 8. Runde. Das wird eine harte Runde. Ich glaube, auf 16 kommen wir leider nicht, ey. Das sieht nicht gut aus. Na, ja, ein Zauber hat er auch noch. Oh, 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 oh. Wenn wir nicht irgendwie bald. Wenn wir nicht einen Spot bekommen. Sind wir in der nächsten Runde down. Ups. Das bringt nur gar nichts. Wir haben verloren. Das bringt nichts. Wir haben verloren, weil er greift mit den beiden einfach an und greift mit seinem Helden mich an. Oder wie auch immer er das machen will. Er hat in jeder Kombination gewonnen. Mist. Schade, schade. Ja. Kam nicht hinterher mit den... Karten. Und es kann aber auch keiner sagen, dadurch, dass ich den Prinzen habe, kamen meine Zauber, meine Budget-Tempo-Karten nicht. Dafür kam der viel zu spät. Und hat einfach nicht sein sollen, das ist manchmal so. Aber witzig ist natürlich immer, dass ich off-stream irgendwie 5 Spiele am Stück gewinne. Und dann will ich einmal eine Leather-Folge aufnehmen. Und dann verliere ich. Naja. Es hilft nichts. Wir bleiben dran. Wir werden schon irgendwie, ich hoffe, im Februar noch. Ja, 13, 14 wäre schon cool. Wir gucken mal. Wir werden sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Euer Gonji. Tschüss.